Morgen. Herzlich willkommen zu der ersten Vorlesung im Modul SAP in der Praxis in dem etwas ungewöhnlichen Sommersemester 2020. Sie sehen, das ist ein deutlich anderes Setup, als Sie das normalerweise gewohnt sind. Ich werde die Vorlesung in diesem Semester live streamen auf YouTube. Ich hoffe, das bietet Ihnen die Möglichkeit, ohne große Hürde an der Veranstaltung teilzunehmen. Das ist für mich aber definitiv eine ziemliche Herausforderung, weil ich eben keinen der Studierenden aktuell sehen kann. Von daher, das ist für mich eine ganz neue Situation. Die Bitte, wenn Sie irgendwie Anmerkungen haben, wenn Sie was feststellen, was verbessert werden kann, kommunizieren Sie mir das einfach. Kontaktdaten werde ich Ihnen gleich noch zeigen. Ja. Und das ist auch schon quasi das Erste, mit dem wir anfangen. Um was geht es heute? Ich werde Ihnen heute eigentlich hauptsächlich den Hintergrund geben, wie diese Vorlesung organisiert sein wird. Also wir gucken uns die organisatorischen Themen an und im Nachgang dazu noch ganz kurz so eine Einführung, um was geht es denn überhaupt. So, also heute gucken wir uns Organisation der Veranstaltung an. Das habe ich jetzt gerade ganz vergessen. Kurze Vorstellung meinerseits. Für alle die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christian Trumm. Ich bin Professor für betriebliche Informationssysteme an der FH in Aachen. Und alle Infos, wie Sie mich kontaktieren können, finden Sie auf dieser Folie. Meine E-Mail-Adresse kennen Sie wahrscheinlich alle schon. Auf der Folie ist jetzt noch erwähnt, dass es Sprechzeiten in meinem Büro in Raum W107 gibt. Ich glaube, das können wir für dieses Sommersemester getrost streichen. Wenn Sie irgendwie Fragen haben, wenn Sie irgendwas haben, was Sie diskutieren möchten, wenn ich Ihnen irgendwie weiterhelfen kann, melden Sie sich per E-Mail bei mir. Dann finden wir relativ kurzfristig sicher einen Termin. Wir haben mittlerweile ausreichend Tools zur Verfügung. Sei es Microsoft Teams oder Zoom oder auch Webex und dann schaffen wir es auf jeden Fall kurzfristig irgendwie einen Termin zu finden und dann werde ich Ihnen weiterhelfen. Also, wichtigstes Kommunikationsmittel für dieses Sommersemester, die E-Mail. Ansonsten noch ein paar Infos zu mir, wenn Sie so allgemein interessiert sind, was in dem SAP-Umfeld passiert. Können Sie mir hier auf zwei Profilen folgen. Ich bin relativ aktiv bei Twitter und ich habe auch ein Profil in dem SAP Community Netzwerk. Also wenn Sie da Interesse haben, können Sie sich das angucken. Es ist allerdings nicht für die Vorlesung relevant. Also Sie können auch ohne, dass Sie mir auf Twitter folgen, natürlich eine sehr gute Note hier bekommen. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Was habe ich gemacht, bevor ich an der FH in Aachen war? Ich habe irgendwann Ende der 90er mal Informatik in Karlsruhe studiert, an der Uni Karlsruhe, wie sie damals noch hieß, mittlerweile heißt sie ja KIT. Habe dann im Anschluss promoviert im gemeinsamen Doktorandenprogramm von SAP Research und der Uni Karlsruhe und habe danach verschiedene Rollen im Consulting eigentlich immer im SAP-Umfeld inne gehabt. Und seit Sommersemester 2017 bin ich jetzt hier an der FH in Aachen. Das erstmal zur Vorstellung. Jetzt kommen wir eigentlich schon zu den wichtigsten organisatorischen Themen. Bevor wir damit anfangen, wenn Sie jetzt aktuell diesen Livestream anschauen und nicht als Aufnahme, dann wäre es super, wenn Sie im Chat Fragen stellen können. Normalerweise wissen Sie, das versuchen wir, die Vorlesungen recht interaktiv zu gestalten. Das wird jetzt hier nicht funktionieren in diesem Setting. Aus diesem Grund, wenn Sie irgendwie Fragen haben, wenn irgendwas unklar ist, was Sie gerne hätten, dass ich das nochmal direkt erkläre, stellen Sie die Frage einfach im Chat. Ich werde regelmäßig auf den Chat gucken. Das wird sicher nicht ganz so
schnell und interaktiv sein wie im normalen Vorlesungssetting, aber das ist der kürzeste Feedback-Zyklus. Alle weiteren Kommunikationskanäle werde ich Ihnen jetzt gleich mal vorstellen. So, wie ist die Vorlesung organisiert? Die Vorlesung ist so organisiert, dass sie aus zwei Teilen besteht, das haben Sie schon gesehen. Wir haben eine Vorlesung und wir haben einen Praktikumsanteil. Vorlesung ist immer mittwochs um 8.15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt werde ich jetzt in den nächsten Wochen, ich gehe eigentlich davon aus, das ganze Sommersemester immer live streamen. Ich werde, oder meine aktuelle Planung ist es, nicht 90 Minuten Livestream und einen Monolog zu halten. Ich werde versuchen, die Vorlesung ein bisschen zu straffen, sodass wir, ich schätze mal, in 60 Minuten immer mit der Vorlesung durch sind. Hintergrund auch hier, üblicherweise baue ich Übungen in den Vorlesungen ein, stelle Fragen, diskutiere mit Ihnen. Da das alles wegfällt, habe ich eigentlich die Erwartung, dass ich den gleichen Stoff in kürzerer Zeit Ihnen präsentieren kann. Und zusätzlich haben Sie natürlich die Möglichkeit, im Nachgang die Aufzeichnung der Vorlesung sich anzuschauen und somit auch vielleicht eine Sache, die ich ein bisschen schneller erklärt habe, noch ein zweites, ein drittes Mal anzuschauen und sie dann auch besser zu verstehen. So. Die Vorlesung basiert in großen Teilen, ich würde sagen zu 95%, auf diesem Buch. Das ist ein Lehrbuch, das ich zusammen mit Kollegen geschrieben habe, mit der Marlene Knicke, Bernd Scheuermann und Stefan Weidner. Das Buch ist in ausreichender Anzahl in der Bibliothek verfügbar. Das wird Ihnen jetzt leider dieses Semester nichts nützen. Es ist aber auch auf Amazon verfügbar. Das Buch bildet die Grundlage der Vorlesung. Insbesondere enthält es auch überall noch detailliertere Erklärungen. Es enthält Beispiele und so weiter. Falls Sie sich die Folien angeschaut haben, die ich hochgeladen habe im Ilias, wo genau, zeige ich Ihnen gleich nochmal, werden Sie sehen, dass ich extrem viele Folien hochgeladen habe. Ich werde die natürlich nicht alle in der Vorlesung besprechen. Viele Folien sind nochmal kurze Ausschnitte aus Detailerklärungen, die wir in diesem Buch gemacht haben. Oder Hintergrundinformationen. Das heißt, zum einen, es ist wichtig, dass Sie sich angucken, was an Folien bespreche ich wirklich in der Vorlesung. Auf der anderen Seite ist es aber auch aus meiner Sicht wichtig, dass Sie sich dieses Buch besorgen. Sie können durch diese Vorlesung durchkommen, indem Sie sich nur die Folien und die Videos angucken. Das ist aber bei meinen Veranstaltungen üblicherweise so, dass für die 1.0, wenn das Ihr Ziel ist, Sie auch ein bisschen an Hintergrundliteratur lesen müssen. Und die Hintergrundliteratur für diese Veranstaltung ist eben genau dieses Lehrbuch. Vielleicht haben wir Glück und die Bibliothek öffnet wieder in absehbarer Zeit. Darauf würde ich nicht bauen. Von daher gucken Sie mal, ob sich dieses Buch besorgen kann. Außerhalb des Lehrbuchs sind folgende Unterlagen noch relevant. Ich habe im Ilias, wie Sie das natürlich üblicherweise kennen, einen Ordner angelegt für diese Veranstaltung. In diesem Ordner finden Sie Vorlesungsfolien, Sie finden die Praktikumsaufgaben, Sie finden teilweise Links und Anleitungen und insbesondere auch ein Forum. Ich mache jetzt einfach mal an dieser Stelle den Ilias-Ordner auf. Ich hoffe mal, dass das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorher überlegt habe. Genau. Wir sehen jetzt hier den Ilias-Ordner zu dieser Veranstaltung. Ganz oben im oberen Bereich finden Sie drei URLs. Das ist die erste URL, ist die URL, mit der Sie Zugriff auf den Livestream oder auf meinen YouTube-Channel bekommen. Wenn Sie das hier sehen, haben Sie das schon gefunden. Von daher wissen Sie schon, um was es da geht. Außerdem gibt es noch zwei zusätzliche URLs zum Freischalten Ihrer IP-Adresse und zum Zugriff auf das SAP-System. Für was diese Links benötigt werden, werde ich im Rahmen des ersten Praktikums erklären. Das erste Praktikum, das zugehörige Video, habe ich schon auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht, das können Sie sich angucken. Dort wird genau dargestellt, für was diese beiden URLs benötigt werden und insbesondere auch, welche
Logins Sie auf diesen beiden Webseiten benötigen. Falls es dazu irgendwie Probleme kommt mit dem Zugriff auf die SAP-Systeme, gucken Sie sich zuerst das Video auf dem YouTube-Kanal an. Falls sich da Ihre Fragen nicht lösen können, stellen Sie bitte eine Frage im Forum. Zeige ich Ihnen gleich noch, wo das zu finden ist. Das hier ist die Zeitplanung der Vorlesung. Das ist die aktuelle Zeitplanung. In der aktuellen Situation bin ich eigentlich davon überzeugt, dass wir nicht viel mehr als 2 Wochen in die Zukunft planen können. Meine Planung sieht jetzt so aus, dass ich die Vorlesung ganz normal durchführen werde. Das heißt, jeden Mittwoch gibt es Vorlesungen. Wenn ich das nicht falsch im Kopf habe, fällt auch kein Mittwochstermin aus. Somit haben wir ab jetzt jede Woche eine Vorlesung. In dieser Zeitplanung steht noch in der KW 21, das ist die Woche, die am 20. Mai startet, eine Reading Week. Die aktuelle Diskussion am Fachbereich ist, dass die Reading Week nicht stattfinden wird. Von daher, in dem Zeitplan steht noch Reading Week drin. Sie können aber damit planen, dass es keine Reading Week gibt, wenn die Informationen final sind und die Entscheidung getroffen wurde, werde ich eben den Zeitplan anpassen. In diesem Zeitplan sehen Sie außerdem die beiden Praktikumstermine, Praktikumsgruppen A und B, die ursprünglich für Montag und Mittwoch geplant waren. Es wird keine Praktikumstermine in den Rechnerräumen geben. Das Praktikum werden Sie selbst bearbeiten müssen, alleine, eigenständig an Ihrem PC oder Laptop. Aus diesem Grund wird es auch so sein, dass wir ein bisschen anders interagieren werden. Normalerweise bin ich im Praktikum vor Ort, Sie können sich melden, kurz eine Frage stellen, ich kann die meistens beantworten. Zeitweise gibt es auch Fragen, wo ich selbst nachgucken muss. Das wird jetzt in diesem Setting nicht funktionieren. Aus dem Grund werden wir auch Fragen online beantworten müssen. So, und was für nutzen wir zum Online-Beantworten der Fragen? Ich habe hier ein Diskussionsforum eingerichtet im Ilias. Bitte benutzen Sie das Diskussionsforum für Fragen, die sich auf Vorlesungsinhalte beziehen, die Sie nicht live in der Vorlesung im Chat stellen können, und für Fragen rund um das Praktikum. Fragen per E-Mail werde ich nicht beantworten. Der Hintergrund ist folgender: Wenn sich jemand von Ihnen traut, eine Frage zu stellen, dann gibt es mindestens 5 Leute, die gleiche Frage haben, und noch 10 weitere, die gleiche Frage haben, aber sich nicht trauen, die zu stellen. Deshalb, wenn ich das per E-Mail mache, beantworte ich 5-mal die gleiche Frage und nicht jeder bekommt die Antwort. Wenn irgendwas unklar ist, stellen Sie einfach eine Frage im Forum. Entweder Frau Seidel, die mich unterstützt in der Veranstaltung, oder ich werden dann relativ schnell versuchen zu antworten. Das kommt immer, hängt so ein bisschen vom Timing ab. Wenn Sie Ihre Frage abends um 11 stellen, ist die Antwort sicher nicht so schnell, wie wenn Sie mittwochs nach der Vorlesung um 10 stellen. Aber ich werde versuchen, zeitnah zu antworten. So, ansonsten finden Sie hier im Elias-Forum einen Ordner mit den Folien. Da habe ich schon alles hochgeladen, was wir an Folien dieses Semester verwenden werden. Falls es da nochmal eine Änderung geben sollte, werde ich die kommunizieren. Es gibt einen Ordner Praktikum. In dem Praktikum finden Sie die Praktikumsunterlagen für diese 12 Praktikumswochen, die wir definiert haben. Es gibt einen Ordner Reading Week noch. Aktuell ist die Reading Week noch kommuniziert. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir keine Reading Week haben werden. Ich habe einen Ordner Klausur. Der Ordner Klausur ist aktuell noch leer. In diesem Ordner werde ich innerhalb der nächsten Wochen alte Klausuren veröffentlichen. Das heißt, die Klausuren der letzten 3 oder 4 Semester werde ich Ihnen dort hochladen, sodass Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie die Klausur aussehen wird. Komplette Prüfungsform, jetzt greife ich gerade leider ein bisschen vor, Prüfungsmodus stelle ich Ihnen gleich noch an den Folien vor, aber das schon mal zum Hintergrund, alte Klausuren werden Sie hier finden und dann haben Sie so ein Gefühl dafür, wie eine Klausur bei mir aussieht. So, und dann, ja, ist noch ein Ordner Sonstiges,
Da packe ich alles das rein, was sonst nirgends hinpasst, ist auch aktuell noch leer. Und es gibt noch einen wichtigen Punkt, das ist die Gruppeneinteilung für die Prozessmodelle. Was es damit auf sich hat, erkläre ich Ihnen gleich im Rahmen der Folie. Also, das ist jetzt der Aufbau des ILIAS-Ordners. Wichtig für heute und für diese Woche. Folien finden Sie im Ordner Folien, die Praktikumsunterlagen finden Sie im Ordner Praktikum und die wichtigsten Links zur Veranstaltung finden Sie hier oben. So, ich habe jetzt gerade, das ist sehr schön, es scheinen tatsächlich Leute live zuzuhören, gesehen, es gibt eine Frage im Chat. Die Frage im Chat ist, findet man Ihr Buch auch online in der Bibliothek der FH? Das ist leider nicht der Fall. Ich habe das versucht noch zu organisieren. Das haben wir auf die kurzfristig nicht mehr hingekriegt. Der Verlag bietet uns leider keinen Online-Zugriff noch auf dieses Buch an. Von daher haben Sie nicht die Möglichkeit, das Buch online in der Bib zu besorgen. Das ist die Situation. Tut mir leid, die Möglichkeit kann ich Ihnen dieses Semester nicht zur Verfügung stellen. So. Dann wechsle ich jetzt mal wieder zurück auf meine Folien. Also Folien, Vorlesungsunterlagen finden Sie im ILIAS. Den Zeitplan habe ich Ihnen gerade schon mal gezeigt. Jetzt anhand der Folie werde ich da noch auf zwei Punkte eingehen, um das noch mal ein bisschen zu detaillieren. Sie sehen eigentlich, es gibt immer zwei bis drei Vorlesungsblöcke zu einem gleichen Thema. Die sind jetzt hier abgekürzt. Hier steht Vorlesung SD und Vorlesung MM. Das wird Ihnen nichts sagen. Das sind Abkürzungen aus der SAP-Welt. Die werden Sie aber noch kennenlernen. Zu jeder Vorlesung gibt es dann auch immer passend ein Praktikum. In der Spalte Praktikum sehen Sie, da gibt es zum einen Fallstudien und es gibt zum anderen auch sowas wie Praxisfälle. Um was handelt es sich dabei? Fallstudien sind erste Praktikumsaufgaben, die Sie im Rahmen von einem der Module, die wir besprechen werden, durchführen. Wenn wir uns das hier angucken, das SD steht für Sales and Distribution, das ist das Vertriebsmodul im SAP ERP. Und nach der ersten Vorlesung oder in der ersten Vorlesungswoche zu einem Modul, sehen Sie hier die Fallstudie SD. Das heißt, Sie werden da einen ersten Prozess in dem Modulvertrieb durchführen. Diese Fallstudien sind immer sehr detaillierte Anleitungen. Das heißt, da werden Sie Schritt für Schritt durch einen Prozess durchgeführt. Ich sage mal ein bisschen überspitzt, ein durchschnittlich begabter Fünftklässler kommt durch diese Fallstudien durch. Also das ist sehr detailliert, Klick für Klick wird Ihnen da gezeigt, wie Sie durch den Prozess durchkommen. Das heißt auch, Sie können sich einfach hinsetzen, mehr oder weniger das Gehirn abschalten und diese Fallstudie durchklicken. Dann haben Sie aber genau nichts gewonnen. Dann verstehen Sie nicht, was da passiert. Und genau aus diesem Grund haben wir im Rahmen von unserem Lehrbuch sogenannte Praxisfälle entwickelt. Die Praxisfälle gehen darum, dass Sie eine Variante des Prozesses selbst durchführen. Und diese Variante des Prozesses ist auch bei weitem nicht so detailliert beschrieben. Also da müssen Sie schon verstehen, wie ein bestimmtes Modul funktioniert, wie bestimmte Prozesse in diesem Modul durchgeführt werden. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Sie werden relativ schnell verstehen, wie diese Praktikas funktionieren. Aber für Sie jetzt erstmal zur Info, es gibt zwei unterschiedliche Gruppen von Praktika. Es gibt einmal diese Fallstudie, sehr detaillierte Anleitung, und es gibt etwas freiere Übungen, das sind die sogenannten Praxisübungen. Außerdem ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass hier viermal sowas wie Prozessmodell steht. Prozessmodell bezieht sich darauf, dass Sie da in einer Gruppenarbeit eine Abgabe machen müssen. Und zwar müssen Sie da immer für diesen im Praxisfall durchgeführten Prozess ein Prozessmodell in der BPMN-Notation erstellen. Gruppenarbeit und die aktuelle Situation mit Corona passt irgendwie nicht so richtig gut zusammen. Ich denke aber, Sie schaffen das, sich online zu organisieren. Es wird hier darum gehen, in einer Vierergruppe
dieses Prozessmodell zu erstellen und abzugeben. Und da Sie alle über die FH Zugriff zum Beispiel auf Microsoft Teams haben, ist es definitiv möglich, sich mit einer Vierergruppe zusammenzuschließen und so ein Prozessmodell gemeinsam zu erarbeiten. Sollte es da irgendwie zu Problemen kommen, melden Sie sich bei mir. Dann kann ich Ihnen versuchen, weiterzuhelfen, wie Sie so ein Setup hinkriegen. Aber ich denke eigentlich alle, Sie kennen die Tools zur Zusammenarbeit online und schaffen das. Jetzt ist natürlich die Frage, wie finden Sie Ihre Gruppe für das Prozessmodell? Und aus dem Grund gehe ich jetzt nochmal auf unseren Elias-Ordner zurück. In dem Elias-Ordner habe ich hier unten so ein Buchungsobjekt, Gruppeneinteilung, Prozessmodelle. Wenn Sie da draufklicken, gibt es verschiedene Gruppen. Gruppen 1 bis 12 habe ich, glaube ich, erstmal eingerichtet. Und Sie können sich zu so einer Gruppe hinzubuchen. Dann klicken Sie einfach auf Buchen, dann haben Sie einen der verfügbaren 4 Plätze. Ich habe diese Buchungsobjekte so eingerichtet, dass jeder die anderen Teilnehmer sehen kann. Also Sie sehen die Kürzel der anderen Kommilitonen, die sich für Ihre Gruppe gebucht haben. Und Sie können sich dann wahrscheinlich am besten initial mal per Mail kommunizieren und abstimmen, wie Sie das Praktikum bearbeiten wollen. So, das ist erstmal das generelle Setup für Vorlesung und Praktikum. Jetzt bin ich in die falsche Richtung navigiert. Ansonsten vielleicht noch der Hinweis, ganz wichtig, eine Sache habe ich noch vergessen, Abgabetermine für das Praktikum. Das Praktikum B, also die Praktikumsgruppe B findet ja montags statt, also die ist eigentlich eine Woche versetzt. Für mich, in meinem Kopf, ist die Vorlesung immer so aufgebaut, eine Vorlesungswoche beginnt mittwochs mit der Vorlesung und ab dann haben Sie eine Woche Zeit, das Praktikum zu beantworten, zu bearbeiten. Also, heute machen wir Organisation und Einführung. Sie haben ab heute eine Woche Zeit, um das Praktikum zur Navigation zu bearbeiten. Und damit sind wir schon an dem Punkt, der eigentlich in der ersten Vorlesung häufig die Studierenden am meisten interessiert, das sind die Prüfungsleistungen. Prüfungsleistungen, erstmal bei dieser Vorlesung handelt es sich um eine Vorlesung mit 5 Credits und 4 SWS. Das wird sich auch nicht ändern. Wie immer ist natürlich die Voraussetzung regelmäßige Teilnahme an Vorlesungen und Übungen. Also hoffe, Sie regelmäßig hier im Livestream begrüßen zu können. Die Prüfungsleistung besteht aus 2 Komponenten. Die Komponente 1 ist das Praktikum. Im Rahmen des Praktikums werden wir 12 Fallstudien oder Praxisfälle bearbeiten, sowie Prozessmodelle erstellen. In Summe werde ich für jedes dieser Praktika 10 Punkte verteilen. Das heißt, Sie können in Summe 120 Punkte erreichen. Und diese 120 Punkte werden 50% der Benotung am Ende sein. Also 50% ihrer Punkte für die Gesamtnote können Sie im Rahmen des Semesters erreichen. Die Fallstudien müssen einfach individuell im SAP-System gelöst werden. Das heißt, Sie müssen da auch nichts abgeben. Sie führen einfach den Prozess im SAP-System durch. Ich habe einen Auswertereport, mit dem ich hinterher auswerte, wie gut Sie diesen Prozess durchgeführt haben und entsprechend verteile ich die Punkte. Die Punkteverteilung für die Praktikas werde ich versuchen, wöchentlich oder spätestens 2 Wochen, nachdem das Praktika beendet ist, zu veröffentlichen. Gucken Sie bitte die Liste mit den verteilten Punkten an. Den Report, den ich hier habe zum Auswerten, der ist alles andere als fehlerfrei. Der macht manchmal Fehler und dann bekommen Sie gegebenenfalls zu wenig Punkte. Also, das heißt, wenn Sie die Liste, die ich veröffentliche, anschauen, da steht drin, Sie haben in einem Praktikum 0 Punkte. Sie sind aber sicher, Sie haben das mit einem Kommilitonen zusammen gemacht, abgestimmt, sich zum Beispiel über Skype, und dann festgestellt, dass der Kommilitone 10 Punkte hat und Sie 0, dann liegt der Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit bei mir bei der Auswertung.
melden Sie sich einfach. Das ist kein Problem. Schreiben Sie mir eine Nachricht im Forum und ich werde mich dann darum kümmern. Ich werde die Sache dann nochmal im Detail machen. So, die zweiten 50% sind die Klausur. Es wird eine relativ kurze Klausur sein, 45 Minuten. Ich gehe aktuell noch davon aus, dass wir ganz normal Klausur schreiben werden, Ende des Semesters. Falls sich da noch was ändert, müssen wir gegebenenfalls die Prüfungsleistung nochmal anpassen. Das ist die aktuelle geplante Prüfungsleistung. Die Prüfungsleistung heißt für Sie, Sie müssen relativ viel im Semester machen. Sie haben eine wöchentliche Abgabe. Das hat aber den Vorteil, dass wenn Sie im Semester, ich sag mal, fleißig sind, bekommen Sie ziemlich großen Anteil dieser 120 Punkte. Und dann müssen Sie in der Klausur eigentlich mehr oder weniger nur noch auftauchen, Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer richtig schreiben können und dann haben Sie schon quasi bestanden. Also der Aufwand ist relativ stark im Semester. Sie müssen diese Praktika bearbeiten. Die sind teilweise auch etwas aufwendiger. Das führt aber dazu, dass die 50% der Prüfungsleistung eben schon im Semester haben. So. Die Abgabe des Praktikums ist immer dienstagabends vor der nächsten Vorlesung. Das heißt, ab heute bis nächsten Dienstag 23.59 Uhr und 59 Sekunden haben Sie Zeit, das erste Praktika zu bearbeiten. Verspätete Abgaben, Abgaben per E-Mail oder Erläuterungen per E-Mail, warum irgendwas nicht funktioniert hat, werde ich nicht bewerten. Also Praktikas werden im System bearbeitet oder es gibt einen Upload-Ordner auf Elias. So. Ich gucke jetzt nochmal auf den Chat. Gibt es zu diesen Prüfungsleistungen soweit Fragen von den Leuten, die sich das aktuell live angucken? Das sieht nicht so aus, dann können wir die auch gern falls es welche gibt, im Nachgang nochmal besprechen. Jetzt gibt es doch noch eine Frage im Chat. Wie viele Punkte werden für die Prozessmodelle vergeben oder werden die nur in die Fallstudiennote eingerechnet? Das ist genau meine Vorgehensweise. Wenn wir uns das hier nochmal angucken, es gibt für jedes dieser Praktikum gerade 10 Punkte, also zum Beispiel für das Praktikum Fallstudie PP gibt es 10 Punkte. In der Woche danach ist Praxisfall PP und Prozessmodell. Das heißt, da werde ich die Punkteverteilung zwischen dem Prozess und dem Prozessmodell aufteilen. Letztes Semester, und ich denke, das werde ich auch dieses Semester so machen, war die Aufteilung, dass Sie 7 Punkte für den Prozess und 3 Punkte für das Prozessmodell bekommen haben. Also die Aufteilung. Prozessmodell gibt keine extra Punkte, sondern ist Teil dieser 10 Punkte. Warum mache ich das mit dem Prozessmodell? Vielleicht das auch nochmal zur Erklärung. Das hilft Ihnen nochmal anders über das, was Sie in den Praxisfällen oder den Fallstudien tun, nachzudenken. Weil im Rahmen des Prozessmodells müssen Sie natürlich überlegen, in dem SAP-System haben Sie gerade 5 Schritte gemacht. Was ist denn konzeptionell der Schritt, den Sie da getan haben? Sie waren in 3 unterschiedlichen Transaktionen. Was eine Transaktion ist, werden wir auch noch kennenlernen. Aber der Schritt, den Sie getan haben, ist zum Beispiel ein Kundenanliegen. Und das hilft Ihnen auch nochmal besser zu verstehen, wie die Prozesse, die wir in dem SAP-System durchführen, funktionieren. So. Die Gruppeneinteilung habe ich Ihnen schon gezeigt. Hier habe ich nochmal Links zu Tools, die Sie verwenden können, um die Prozessmodelle zu malen. Wie gesagt, ich hätte Prozessmodelle gern in BPMN-Notation. Es gibt 2 Tools, die beide gut funktionieren. Sie sind frei in der Wahl ihrer Tools. Wenn Sie gern von Hand mit PowerPoint Prozessmodelle malen, können Sie das tun. Ich würde Ihnen empfehlen, verwenden Sie entweder Signavio, da gibt es einen Registrierungslink hier, oder den Camunda Modeler, den können Sie hier runterladen. Beides sind sehr gute Tools zur Prozessmodellierung.
Ich verwende beide. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich hätte eine Präferenz für das eine oder das andere. Was ich ganz nett finde, ist, dass Signavio eben so ein cloud-basiertes Tool ist. Da kann man auch Prozessmodelle teilen, aber da sind sie frei. Werkzeuge zur Online-Zusammenarbeit. Ja, hier gibt es eine Liste, die ist bei weitem nicht vollständig. Verwenden Sie das, was für Sie funktioniert. Wenn für Sie Discord funktioniert, verwenden Sie Discord. Wenn für Sie Telefon funktioniert, verwenden Sie das Telefon. Wichtig ist eben, dass diese Prozessmodelle eine Gruppenarbeit sind. So, und das war es eigentlich auch schon zu dem organisatorischen Rahmen der Veranstaltung. Gibt jetzt aktuell keine weiteren Fragen im Chat. Deshalb würde ich jetzt nochmal, bevor wir die ersten inhaltlichen Themen uns angucken, einen kurzen Ausflug machen und Ihnen zeigen, was für das Praktikum diese Woche zu bearbeiten ist. So, aus dem Grund wechsle ich jetzt hier nochmal auf meinen Browser. Also, diese Woche ist das erste Praktikum zu bearbeiten. Auf meinem YouTube-Channel finden Sie Informationen, wie Sie sich mit dem SAP-System verbinden können und ein Video, das Ihnen erläutert, wie man sich in dem SAP-System bewegt. Und das selbst nachzuvollziehen, ist genau die Aufgabe, die Sie mit dem ersten Praktikum haben. Jetzt kommt gerade noch eine Meldung im Chat. Der User Marius sagt, es gibt ein Problem bei der Registrierung mit Signavio. Schicken Sie mir die Nachricht bitte im Diskussionsforum, dass ich die nicht vergesse. Dann werde ich mich nachher drum kümmern. Es müsste eigentlich funktionieren. Kann sein, dass ich einen Fehler gemacht habe mit diesem Link. Der ist personalisiert auf mich. Ich prüfe das nochmal nach. Bitte kurze Nachricht im Diskussionsforum und dann kümmere ich mich nach der Veranstaltung darum. So, Schritt zurück zum Praktikum. Im Ordner Praktikum 1 finden Sie zwei Dokumente. Das Dokument 1 ist die Using Global Bike Navigation Case Study. Das ist die Fallstudie, die in der ersten Praktikum zu bearbeiten ist. Um was geht es da? Es geht darum, dass Sie sich erstmalig mit der Arbeit in dem SAP-System vertraut machen. Diejenigen von Ihnen, die schon mal mit einem SAP-System gearbeitet haben, die werden wissen, dass das ein bisschen anders funktioniert als die Anwendungen, die Sie so üblicherweise verwenden. Also, wenn Sie bisher nur Facebook, Google, Instagram und ähnliche Anwendungen und vielleicht Microsoft Office kennen, werden Sie erstmal überrascht sein, wie das SAP-System aussieht. Und deshalb nutzen wir die erste Praktikum dafür, dass Sie sich so lernen, etwas in dem System zu bewegen. Einen Haken gibt es an dieser Stelle. Dieses Praktikum ist so aufgebaut oder orientiert sich daran, dass Sie die SAP GUI, das ist so eine spezielle Anwendung, die man installiert, um sich mit dem SAP-System zu verbinden, mit dem ERP-System, installiert haben. Ich habe mich dagegen entschieden, das Ihnen für dieses Semester zu empfehlen. Die Einrichtung ist nicht ganz trivial. Wenn man das einmal gemacht hat, funktioniert das. Die Erfahrung der letzten Semester zeigt, dass die Studierenden relativ große Schwierigkeiten haben, initial diese Verbindung herzustellen. Von daher verwenden wir dieses Semester einfach einen Zugang über den Webbrowser. Der sieht fast genauso aus. 95% der Funktionalitäten sind gleich. Es gibt ein paar Sachen, die sind unterschiedlich. Teile davon erkläre ich auch in dem Navigationsvideo. So, von daher, wenn Sie hier irgendwas sehen, auf das Sie sich überhaupt keinen Reim machen können, wie zum Beispiel die Aufgabe 1, nutzen Sie die SAP-GUI, um sich am SAP-System anzumelden, dann hängt das wahrscheinlich damit zusammen, dass das genau der Unterschied ist zwischen der webbasierten Anmeldung am SAP-System und der mit der SAP-GUI basierten. Was für dieses Praktikum zu tun ist, Sie arbeiten sich einfach durch dieses Dokument hindurch, müssen sich einmal anmelden, dann Ihr Passwort ändern, dann wird Ihnen ein bisschen was erklärt,
wie man auf Transaktionen zugreift und so weiter. Und es gibt immer mal wieder so eine Übung wie das hier. Zum Beispiel, worin besteht der Unterschied zwischen der Transaktion Anzeigen aktueller Stand bzw. Anzeigen zum Stichtag? Beantworten Sie die Frage einfach und das wird die Abgabe sein. Es gibt, meine ich, 5 oder 6 Fragen dieser Art in diesem Dokument. Die beantworten Sie einfach ganz alle und laden dann das Ergebnisdokument im Ilias hoch. Den entsprechenden Hoch-Upload-Ordner werde ich Ihnen im Nachgang der Veranstaltung noch freischalten. Wie Sie das hier ausfüllen, überlasse ich vollkommen Ihnen. Die einfachste Variante ist, dass Sie einfach das Dokument in einem PDF-Reader öffnen und direkt in das PDF reinschreiben. Sie haben aber auch die Möglichkeit, das PDF mit Word zu öffnen und mit Word da reinzuschreiben. Wenn Sie ein Tablet haben, schreiben Sie von Hand rein, was immer für Sie am besten funktioniert. Damit komme ich zurecht. Und Sie werden auch sehen, wenn Sie da durchklicken, das sind relativ viele Schritte, die zu tun sind. Genau. Und am Ende müssen Sie sich abmelden und dann ist das Praktikum erledigt. So, das ist die erste Hälfte des Praktikums. Die zweite Hälfte ist ein Dokument, das nennt sich Global Bike Story. Das ist ein Hintergrunddokument. Lesen Sie sich das bitte einmal durch. Wir verwenden ein Beispielunternehmen, das nennt sich Global Bike, um die Prozesse durchzuführen. Das ist ein global agierender Fahrradhersteller. Um zu verstehen, warum manche Prozesse so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind, müssen Sie die Organisation des Unternehmens verstehen. Und das ist genau das, was in diesem Dokument beschrieben ist. Da sind auch 1 oder 2 Aufgaben drin, die halte ich aber nicht für besonders hilfreich, von daher müssen Sie die nicht tun. Sie können das gern tun, müssen es aber nicht. Auf jeden Fall ist es nicht notwendig, diese abzugeben. Aber lesen Sie auf jeden Fall bitte einmal das Dokument durch, weil dann bekommen Sie den Hintergrund des Unternehmens, das wir verwenden im Rahmen unserer Praktika. So, ich gucke nochmal auf den Chat. Da gibt es gerade aktuell nochmal 2 Fragen. Frage 1. Zugang über den Webbrowser heißt, dass ich von verschiedenen Devices auf das System zugreifen kann? Ja, das ist genauso. Das ist egal, ob Sie ein Mac, ein PC oder ein Tablet mit iOS verwenden oder mit Android. Sie können von mehreren Systemen aus auf das SAP-System zugreifen und haben nicht die Notwendigkeit, irgendwas zu installieren. Das ist der Grund, warum ich das mache. Das macht es aus meiner Sicht für Sie als Studierenden sehr viel einfacher. Mark Gregor kommentiert jetzt gerade nochmal, wenn du Internet Explorer 11 oder Chrome als Browser benutzt. Ich benutze das mit Firefox, das funktioniert auch, sollte eigentlich klappen. Wichtig ist nochmal der Punkt, den Saskia kommentiert hat, Ihre IP-Adresse muss freigeschaltet sein. Wie das funktioniert, erkläre ich in diesem Zugriffsvideo. Okay, dann gehen wir wieder zurück auf meine Präsentation. So. Hier. Damit bin ich jetzt erstmal durch den organisatorischen Teil durch. Wenn es noch Fragen gibt, tippen Sie die im Chat. Ich werde die am Ende von der Veranstaltung dann gerne nochmal beantworten. Ich würde mir jetzt noch gern die Zeit nehmen, nochmal 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, um so einen kurzen Überblick zu geben. Was machen wir denn in diesem Semester eigentlich? Um was geht es denn in diesem Modul SAP in der Praxis? Und Sie sehen schon, jetzt hat sich ein bisschen das Design der Folien geändert. Das ist jetzt nicht mehr das FH, das bekannte FH-Design, sondern das ist jetzt das Design der Folien, die wir für dieses Lehrbuch erstellt haben. Kollegen Weidner, Scheuermann und ich. Und das wird jetzt, wie gesagt, auch die Basis für die Veranstaltung sein. Was Sie jetzt gleich feststellen werden, ist, dass ich nicht diese Folien, die ich hochgeladen habe, 1:1 so durchklicken werde und nacheinander erklären. Ich treffe eine Auswahl und vor allem werde ich auch relativ häufig versuchen, nochmal Sachen
direkt auf einem iPad so ein bisschen, normalerweise würde ich sagen, interaktiv zu erarbeiten. Das wird nicht besonders interaktiv. Ich werde das für mich erarbeiten. Aber ich glaube, das hilft Ihnen noch mal besser, um zu verstehen, um was es hier geht. Genau. So, der erste Schritt der Grundlagen, Einführung in SAP-System. Um was geht es in diesem Modul dieses Semesters? Das Modul heißt SAP in der Praxis. SAP hat bei Ihnen, Studierenden der BWL, häufig einen ganz guten Klang. Deshalb ist auch der Name des Moduls so und wir werden auch in einem SAP-System arbeiten. Aber ein SAP-System, also zum einen gibt es verschiedenste Software von SAP, dann gibt es ein riesiges Spektrum. Zum Beispiel gibt es auch sowas wie TripIt, wenn Sie das schon mal verwendet haben, ein Tool zum Planen von Reisen, das eigentlich zu Concur gehört. Aber es gibt einen riesigen Zoo von Anwendungen, die werde ich Ihnen jetzt nicht alle vorstellen. Eine der Anwendungen, eigentlich die Kernanwendung, mit der SAP groß geworden ist, ist ein ERP-System. So. Die Zielsetzung von meiner Seite für diese Veranstaltung ist, dass Sie verstehen, was ist ein ERP-System und warum ist ein ERP-System eine sinnvolle Software in einem Unternehmen. Wir werden das alles am Beispiel von SAP ERP tun. Das heißt, an vielen Stellen wird auch SAP ERP-spezifische Nomenklatur verwendet. Die Prozesse werden anhand der Beispielausprägung, wie sie, oder anhand der Ausprägung, wie sie in dem SAP ERP-System ist, besprochen. Viele der Dinge, die Sie hier lernen, lassen sich aber auch verallgemeinern auf andere ERP-Systeme. Es gibt eine riesen Anzahl von ERP-Systemherstellern, angefangen von den großen, die Sie alle kennen, Oracle, SAP, bis hin zu ganz kleinen Spezialanbietern, die vielleicht nur für ein Land, für eine spezielle Industrie eine genau passende Lösung haben. Ich habe eine Zahl im Kopf, dass allein in Deutschland 500 ERP-Softwareanbieter unterwegs sind auf dem deutschen Markt. Also es ist ein relativ breiter Markt. Meine Zielsetzung ist, dass Sie verstehen eben zum einen, was sind ERP-Systeme, warum sind die sinnvoll und das Ganze an einem Beispiel von einem SAP-ERP-System auch mal ja, erfahren, wie sieht so ein System aus. So, jetzt habe ich den Begriff ERP-System schon ein paar Mal erwähnt. Was ist ein ERP-System? Für was steht dieser Begriff? ERP ist eine Abkürzung und steht für Enterprise Resource Planning. Man findet jetzt in der Literatur verschiedenste Definitionen des Begriffs ERP-Systems. Ich habe hier jetzt zwei Definitionen mitgebracht, die ich beide ganz schön finde, die aber unterschiedliche Komponenten beschreiben oder beleuchten. Das eine ist die Definition aus dem Buch Basiswissen ERP-Systeme von Hessler und Goertz, die sagen, unter einem ERP-System wird eine integrierte Software verstanden, die auf der Basis standardisierter Module alle oder wesentliche Teile der Geschäftsprozesse eines Unternehmens aus betriebswirtschaftlicher Sicht informationstechnisch unterstützt. Die Verfügung stehenden Systemfunktionalitäten liefern dabei aktuelle Informationen auf Basis der erfassten und verarbeiteten Daten und ermöglichen hierdurch eine unternehmensweite Planung, Steuerung und Kontrolle. Da steckt jetzt relativ viel drin. Punkt 1 ist, die ERP-Software oder ein ERP-System unterstützt die Abbildung von Geschäftsprozessen in einem Unternehmen. Außerdem handelt es sich bei so einem ERP-System immer um eine Standardsoftware. Was ist eine Standardsoftware? Wenn Sie sich noch an die Vorlesung Informationssysteme zurückerinnern, da haben wir irgendwann mal über Standardsoftware und Individualsoftware gesprochen. Ein wichtiger Kern von einer, oder eine wichtige Eigenschaft von einer ERP-Software ist, dass das keine individuell für ein Unternehmen entwickelte Lösung ist, sondern dass es ein Unternehmen oder eine Software ist, die verschiedene Unternehmen einsetzen. Darin sind dann üblicherweise Geschäftsprozesse irgendwie nach einem bestimmten Best Practice abgebildet. Ja, das heißt, in einem ERP-System von SAP ist zum Beispiel ein Vertriebsprozess nach einem Best Practice, wie die in SAP dieses Best Practice sieht, abgebildet.
Und jedes Unternehmen, das diese Standardsoftware einsetzt, kann dann entweder seine Geschäftsprozesse an diesem Best Practice ausrichten oder aber am besten durch Parametrierung. In der SAP-Welt spricht man da häufig von Customizing oder durch Programmierung an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. So, ich gucke kurz nochmal auf den Chat, da passiert gerade ein bisschen was. Ich sehe jetzt gerade, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, viele Leute haben Probleme, sich anzumelden. Falls Sie da Probleme haben, schreiben Sie bitte die Frau Seidel an. Die Sonja Seidel wird Ihnen da helfen. Schreiben Sie in eine Mail, dass irgendwas mit Ihrem User nicht geht. Die wird Ihnen da weiterhelfen. Ansonsten gibt es im Chat gerade keine Fragen zu diesem Begriff ERP-System. So, das ist die eine Sicht auf den Begriff ERP-System. Den zweiten Definition von Krona finde ich auch ganz gut. Die sagt nämlich, ein ERP-System umfasst die Verwaltung aller zur Durchführung von Geschäftsprozessen notwendigen Informationen über die Ressourcen, Material, Personal, Kapazitäten, Finanzen und Informationen. Krona sagt, mindestens drei der genannten Ressourcen müssen integriert werden, damit es mal von einem ERP-System reden kann. Was diese Definition aus meiner Sicht nochmal deutlich macht, ist, dass ein ERP-System Informationen aus den verschiedensten Bereichen eines Unternehmens integriert, und insbesondere eine gemeinsame Datenhaltung für diese Informationen bereitstellt. Also das heißt, in einem ERP-System haben Sie zum Beispiel Informationen aus Ihren Vertriebsprozessen, aus der Finanzwirtschaft und vielleicht auch den Produktionsprozessen integriert und haben somit immer eine Sicht auf verschiedene Bereiche in Ihrem Unternehmen an einer zentralen Stelle. So, jetzt haben wir uns zwei Definitionen angeguckt. Ich weiß, so Definitionen sind immer relativ abstrakt. Und deshalb werde ich jetzt versuchen, das mal noch etwas konkreter zu machen. Und was ist denn genau so ein ERP-System? So, die Überschrift hier ist modularer Aufbau von ERP-Systemen. Das ist jetzt eigentlich ein allgemeines Konzept, das ich Ihnen zeigen werde. Das ist jetzt nicht auf das SAP-ERP-System spezifiziert. Ich werde hier erstmal ein bisschen was malen. Ich hoffe mal, das klappt jetzt halbwegs. Das war schon mal schlecht. Nochmal rückgängig. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Und einmal das. Ich habe jetzt hier versucht, so fünf Bereiche aufzumachen. Warum wir diese Bereiche haben, werden Sie gleich sehen. Ich stelle mir jetzt einfach mal ein Unternehmen vor. Und zwar habe ich jetzt aktuell im Kopf das Unternehmen GBI, also ein internationaler tätiger Hersteller von Fahrrädern. Jetzt werde ich mal versuchen, auf ganz abstrakter Ebene zu erklären oder, ne, zu erarbeiten, welche Prozesse denn so in einem Unternehmen eigentlich notwendig sind. Das wird jetzt nur ein kleiner Ausschnitt sein. Also, das werden Sie gleich sehen. Ich werde jetzt hier nicht alle möglichen Prozesse eines Unternehmens darstellen, aber ich werde genau auf die eingehen, die wir auch in diesem Semester sehen werden. So, wenn ich mir so einen Fahrradproduzenten vorstelle, was will der denn eigentlich machen? Der will Fahrräder verkaufen. Das heißt, es gibt hier irgendwie hoffentlich sehr viele Kunden, die die Produkte des Unternehmens, das sind in dem Fall Fahrräder kaufen wollen. Und damit diese Kunden diese Fahrräder kaufen können, da muss ich eine Möglichkeit geben, den Kunden vielleicht ein Angebot einzuholen. Irgendwann sind die Kunden hoffentlich sehr zufrieden mit dem Angebot, wird es eine Bestellung geben. Also der Kunde bestellt ein Fahrrad.
wenn so ein Kunde so ein Fahrrad bestellt hat, dann wäre es auch gut, wenn das irgendwann zu ihm ankommt. Ja, also wir müssen die irgendwie uns darum kümmern, dass die Bestellungen geliefert werden. Es gibt eine Lieferung. Und schlussendlich, irgendwann wollen wir eine Rechnung stellen, gucken, dass Geld von dem Kunden fließt, dass es bezahlt wird und so weiter. Und das sind so die Kernprozesse, wenn wir uns erstmal über den Bereich Vertrieb Gedanken machen. Und ich weiß, das ist jetzt eine sehr eingeschränkte, total vereinfachte Sicht. Da können wir jetzt lange drüber diskutieren. Wir könnten wahrscheinlich mehrere Semester Vorlesung rein über das Thema Vertrieb machen, aber so quasi die 10.000 Meter Überflugsebene. Also, als so ein Fahrradhändler oder als so ein Fahrradhersteller wollen wir Vertrieb machen. Damit wir irgendwelche Fahrräder haben, die wir diesen Kunden verkaufen können, müssen die aber auch irgendwo herkommen. Ja, das heißt, wir müssen produzieren. Wir müssen diese Fahrräder herstellen. Was braucht man zum Produzieren? Zum Produzieren brauchen wir irgendwelche Maschinen, die produzieren. Wir brauchen Mitarbeiter, die an diesen Maschinen arbeiten. Wenn Sie nicht eine komplett automatisierte Produktionsstraße haben, haben Sie immer auch Mitarbeiter, die an diesen Maschinen arbeiten müssen. Sie werden wahrscheinlich nicht nur ein Produkt produzieren, sondern Sie haben vielleicht die Notwendigkeit, unterschiedliche Produkte zu produzieren. Sie haben vielleicht die Notwendigkeit, diese Produkte in verschiedenen Konfigurationen zu produzieren. Also Sie müssen irgendwie einen Plan haben, in welcher Reihenfolge denn welche Produkte produziert werden. Und wenn Sie diese Produkte produzieren, dann wäre es auch gut, wenn Sie die Produkte produzieren, die auch verkauft werden. Also das heißt, Sie werden vielleicht so eine Planung regelmäßig anpassen. Ihre Produkte bestehen wahrscheinlich aus ganz unterschiedlichen Teilen. Ja, Sie haben vielleicht sowas wie eine Stückliste, oder Sie haben auf jeden Fall sowas wie eine Stückliste, die beschreibt, aus welchen Teilen ist dann ein Fahrrad aufgebaut. Welche Teile brauche ich denn, um so ein Fahrrad herzustellen? So, also, wir haben hier irgendwie so einen Bereich Produktion. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Übergang. Wenn wir produzieren wollen, brauchen wir dafür Rohstoffe. Wir werden wahrscheinlich nicht alles selbst herstellen, sondern es wird Teile geben, die kaufen wir zu. Es wird Teile geben, die stellen wir aus Rohstoffen her. Es wird vielleicht auch Teile geben, die verkaufen wir einfach eins zu eins weiter, eine Handelsware. Das heißt, wir müssen uns irgendwie darum kümmern. Jetzt sollte ich in meinem Farbschema bleiben. Der Realwirtschaft. Wir müssen uns irgendwie darum kümmern, dass die notwendigen Rohstoffe oder, was sollte ich nochmal anständig schreiben, Halbfertigprodukte in der korrekten Menge zum richtigen Zeitpunkt im Unternehmen sind. Wo kriegen wir die her? Diese Produkte kriegen wir irgendwie von unseren Lieferanten. Wir haben sicher nicht nur einen Lieferanten, sondern wir haben verschiedene Lieferanten für verschiedene Produkte. Vielleicht auch verschiedene Lieferanten an verschiedenen Standorten, die uns da diese Produkte liefern. Wir werden auch diese Produkte von unseren Lieferanten Angebote einholen. Für ein Produkt X haben wir zwei oder drei unterschiedliche Lieferanten. Wir holen uns Angebote ein, vergleichen basierend auf Preis oder Qualität. Danach werden wir diese Produkte bei unseren Lieferanten bestellen. Die werden hoffentlich irgendwann angeliefert. Wir werden eine Rechnung bekommen. Wir werden diese Rechnung begleichen müssen. So.
Also, das ist alles das, was wir hier tun müssen im Bereich Materialwirtschaft, sodass wir schlussendlich unsere Kunden mit unseren Produkten beliefern können. Und egal, ob wir von Produkten sprechen, die das Unternehmen hergestellt hat, oder Rohstoffen oder Halbfertigprodukte, die das Unternehmen einkauft, wir müssen irgendwie wissen, wie hoch ist der Bestand davon? Wo befinden sich diese Produkte im Lager? Na, in welchem, keine Ahnung, in welchem Lagerhaus? In diesem Lagerhaus, in welchem Regal oder auf welcher Ebene des Regals befindet sich ein bestimmtes Produkt? Vielleicht haben wir auch Notwendigkeiten, irgendwie uns über Haltbarkeit Gedanken zu machen. Wenn wir über Fahrräder nachdenken, da gibt es zum Beispiel Reifen, die sind Gummi. So ein Gummi hat nicht unendlich Haltbarkeit. Vielleicht müssen wir sicherstellen, dass das, was wir unseren Kunden schicken, jetzt nicht kurz vor dem, in Anführungszeichen, Verfallsdatum ist. Also wir müssen uns sehr genau Gedanken darüber machen, um unsere Lagerhaltung. Und auch das ist ein Prozess, der von dem ERP-System unterstützt wird. Und was jetzt noch fehlt, das ist der zentrale Bereich. Und den habe ich mit Absicht hier in die Mitte gemalt. Was hier in der Mitte fehlt, das ist der ganze Bereich Finanzen. Jeder dieser großen Bereiche, die wir erwähnt haben, Vertrieb, Produktion oder Materialwirtschaft, hat immer irgendwie Auswirkungen auf die Finanzen des Unternehmens. Also, wir versenden eine Lieferung an den Kunden. Wir schreiben dem Kunden eine Rechnung. Wir bekommen einen Zahlungseingang von dem Kunden. Oder aber wir bekommen einen Rechnungseingang von dem Lieferanten und müssen einen Zahlungsausgang buchen. Wir bekommen neue Rohstoffe geliefert und buchen dazu einen Wareneingang. Alles das hat immer Auswirkungen auf die Konten des Unternehmens. Deshalb gibt es hier im Rahmen des Finanzwesens eben solche Themen wie ein Hauptbuch und Nebenbücher, auf die abhängig davon, was in den verschiedenen Prozessen passiert, eben Buchungen durchgeführt werden. Ganz wichtig in dem Bereich Finanzwesen ist ein Reporting. Wir müssen verschiedenste Reporting-Anforderungen Genüge tragen. Wir müssen Reporting nach außen, zum Beispiel gegenüber den Finanzbehörden leisten, aber auch nach innen gegenüber einem Controlling. Und deshalb gibt es in dem Rahmen Finanzwesen eine ganze Reihe Möglichkeiten, so ein Reporting zu erstellen. Zum Beispiel kann ich jederzeit in dem ERP-System eine Gewinn- und Verlustrechnung aufmachen. Und was jetzt hier noch so ein Stück weit fehlt, ist, ich habe jetzt hier irgendwie dicke Linien zwischen die einzelnen Komponenten gezeichnet. Das ist aber eigentlich falsch. Weil alle diese Komponenten interagieren miteinander. Ich mache jetzt hier einfach mal irgendwie willkürlich Pfeile rein oder nicht ganz willkürlich. Alle diese Komponenten interagieren auf jeden Fall mit dem Finanzwesen, aber auch untereinander. Ja, also es kann zum Beispiel Produktionsplanung anpassen. Wenn ich meine Produktionsplanung anpassen muss, kann das dazu führen, dass ich die Beschaffung meiner Materialien anpassen muss. Ich muss vielleicht hier oben Vertrieb auch nach hier unten zur Materialwirtschaft. Einer unserer Kunden bestellt eine große Menge von einer Handelsware, die wir vielleicht wieder bei einem Lieferanten beschaffen müssen. Also Sie sehen schon, hier an dem Beispiel der Module sieht man nochmal, so ein ERP-System ist aus verschiedenen Modulen aufgebaut, aber die sind alle sehr eng integriert. Jetzt mache ich noch eine kleine Anmerkung daran, dass Sie die Kürzel, die Sie vorher auf der Folie gesehen haben, vielleicht noch etwas besser zuordnen können. In der SAP-Welt nennt sich das oben hier der Vertrieb, das Vertriebsmodul SD steht für Sales and Distribution. Die Materialwirtschaft, ups, das war das falsche Tool, ist das MM, Material Management.
PP ist für die Produktion, Steuerung und Planung zuständig. Lagerhaltung machen wir im Warehouse Management. Und alles, was mit Finanzwesen zu tun hat und Reporting dazu, passiert in dem Modul FICO, Finance and Control. Und das ist auch genau die Module, die wir dieses Semester kennenlernen werden. Als erstes werden wir mit dem SD anfangen. Nach SD gucken wir uns den M an. Danach kommen wir, glaube ich, zum PP, bevor wir dann nochmal detailliert uns das FI angucken. Viele Funktionalitäten des FIs werden wir aber vorher schon kennenlernen. Und als letztes sehen wir dann das Warehouse Management. So. Also das ist so ein grober Überblick, 10.000 Meter Flugebene, was Sie dieses Semester erwarten wird. Ich werfe jetzt nochmal einen Blick auf den Chat. Passiert da im Chat gerade irgendwas? Aktuell nicht. Dann machen wir jetzt hier noch einen Schritt. Eine Sache möchte ich Ihnen heute noch erklären. Wir sehen jetzt hier modularer Aufbau von ERP-Systemen. Ich habe jetzt verschiedene Begriffe reingeschrieben. Ich habe sowas reingeschrieben wie einen Kunden, wie eine Bestellung, wie ein Lagerhaus, wie Mitarbeiter. Das sind unterschiedliche, und diese Begriffe befinden sich eigentlich auf unterschiedlichen Ebenen. Und das führt uns zu dem Thema Datenarten in ERP-Systemen. Da starten wir wieder mit einem leeren Blatt Papier. Und ich werde jetzt mal versuchen, so ein paar Begriffe hier einzuordnen. Und als letztes machen wir dann die Überschrift drüber. So. Was haben wir denn gesehen an Begriffen? Wir haben zum Beispiel gesehen, es gibt Rohstoffe und Fahrräder. Also irgendwie Produkte, die wir einkaufen oder verkaufen. In der SAP-Welt bezeichnet man das alles als Material. Es gibt irgendwie Materialien. Wir haben Kunden, wir haben Lieferanten. Jetzt haben wir noch einen Begriff gesehen. Reicht vielleicht erstmal. Also eine Art von Begriffen. Da haben wir gesehen Begriffe, die irgendwie ein bisschen anders geartet waren. Was der Unterschied ist, erzähle ich Ihnen gleich nochmal. Wir haben sowas gesehen wie ein Kundenbestellung oder eine Bestellung bei einem Lieferanten. Wir haben ein Angebot oder vielleicht eine Rechnung. Und diese Listen könnte man jetzt unendlich weiterspinnen. Jetzt ist der erste Bereich noch frei. Das ich mal kurz erwähnt, glaube ich, in meinem Monolog. Ich habe es aber nicht auf die vorherige Folie geschrieben. Wir haben vielleicht unterschiedliche Standorte in unserem Unternehmen. In der SAP-Welt nennt man die Werke. Wir haben vielleicht, wenn wir uns den Blick auf den Vertrieb wenden, wir haben vielleicht unser Vertriebsgebiet irgendwie organisiert. Es gibt irgendwie Vertriebsbereiche. Oder wir haben unterschiedliche Sparten, in denen wir Produkte verkaufen. Vielleicht nochmal aus einem anderen Bereich. Wenn wir uns den Bereich der Lagerhaltung angucken, wir haben unterschiedliche Lagerhäuser. Und in diesen Lagerhäusern haben wir unterschiedliche Art und Weisen, wie unser Lager organisiert ist. Da drin gibt es irgendwie sowas wie ein Lagerort, also ein Regal, in das ich irgendwas reinstellen kann.
Wobei das jetzt ein schlechtes Beispiel ist. Vergessen Sie das mal. Denken Sie nur an das Lagerhaus. So, was ist jetzt der Unterschied oder die Gemeinsamkeit dieser Begriffe? Wenn man sich ERP-Systeme anguckt, findet man diese Datenarten in allen ERP-Systemen. Das eine sind die Organisationsdaten. Diese Organisationsdaten beschreiben Ihnen den Aufbau des Unternehmens. Welche Werke hat das Unternehmen? Wie sehen die Vertriebsbereiche aus? Welche Lagerhäuser habe ich? Da spielt auch sowas rein wie den Buchungskreis zum Beispiel. Den werden wir ganz häufig sehen, eigentlich in jeder Vorlesung. Also die oberste Organisationsebene, die uns quasi definiert, aus welchen vielleicht Tochterunternehmen, so ist das in unserem Beispiel aufgebaut, besteht denn ein großer Konzern. Der zweite Bereich hier nennt sich Stammdaten. Und dieser Bereich hier nennt sich Bewegungsdaten. Und man kann jetzt eigentlich ganz grob das so einteilen: Bewegungsdaten werden erstellt in Prozessen. Immer dann, wenn ich einen Prozess durchführe, werden Bewegungsdaten erstellt. In einem Vertriebsprozess lege ich eine Bestellung an, der Kunde bestellt bei uns ein Produkt, dafür lege ich eine Bestellung an. Nachdem die Bestellung angelegt wurde, wird irgendwann Material und ein Produkt geliefert. Dann wird eine Rechnung erstellt, zu der Rechnung wird irgendwann ein Zahlungseingang gebucht. Alles das sind Bewegungsdaten, die immer dann erzeugt werden, wenn ein Prozess durchgeführt wird. Diese Bewegungsdaten beziehen sich immer auf irgendwelche Stammdaten. Nämlich, wenn man uns das Beispiel, habe ich das irgendwie schön hereingemalt, der Bestellung mal angucken. Blau. In der Bestellung bestellt ein Kunde irgendein Material in einer bestimmten Menge. Also die Stammdaten sind die Datenobjekte, die ich brauche, um überhaupt einen Prozess durchführen zu können. So. Und diese Stammdaten haben noch eine Eigenschaft, die ändern sich deutlich weniger als die Bewegungsdaten. Regelmäßig kommt ein Kunde hinzu oder ein neuer Lieferant oder sie ändern ihre Materialien. Das passiert immer wieder. Aber das passiert definitiv nicht so häufig, wie sie Bestellungen bekommen von Kunden. Also, das werden wir das hier mal einzeichnen. Geht in diese Richtung, die Änderungshäufigkeit. Die Organisation unseres Unternehmens, die ändert sich nur ganz extrem selten. Natürlich kommt gegebenenfalls immer mal wieder, genau. Also diese drei Datenarten, die haben wir in dem ERP-System. Wir haben die Organisationsdaten, wir haben immer die Stammdaten und wir haben immer die Bewegungsdaten. Und diesen Dreiklang, den werden wir in jeder Vorlesung zu den verschiedenen Modulen sehen. Wir werden immer darüber sprechen, was sind die Organisationsdaten, was sind die Stammdaten, was sind die Bewegungsdaten. Und nachdem wir dann uns Organisationsdaten und Stammdaten angeguckt haben, gucken wir uns immer den Prozess an und den im Prozess erzeugten Bewegungsdaten. Genau. In den Folien habe ich jetzt noch ganz kurz ein bisschen was über die Architektur von einem ERP-System erzählt. Üblicherweise ist das ja, ein Client-Server-System mit einer Drei-Schichten-Architektur, mittlerweile, Stand heute, auch sehr häufig, vielleicht eine Cloud-Lösung. Das eigentlich nur zur Vollständigkeit halber. Das sind Themen, über die spreche ich eher mit den Wirtschaftsinformatikern als mit den BWLern. Für Sie erstmal nur rein zur Vollständigkeit halber. Und ich gucke jetzt mal, was ich Ihnen noch zeigen wollte. Genau. In den Folien und auch in dem Buch, was ich Ihnen da noch erzähle, ist eben,
auch noch mal ein paar Details zu der Entwicklung von SAP ERP. Alles das, was ich bisher besprochen habe, war allgemeingültig. Das gilt eigentlich für jedes ERP-System. Jetzt so der Schwenk auf das SAP ERP-System. Ich habe Ihnen hier mal die ganze Historie aufbereitet. Die werde ich Ihnen jetzt nicht im Detail vorlesen. Bei Interesse gucken Sie sich das bitte mal an. Für Sie noch der Hinweis, das System, mit dem wir arbeiten werden, ist das MySAP ECC eigentlich noch. Das heißt mittlerweile auch anders. Regelmäßig werden die Benennung der Systeme geändert. Also wir sind noch auf dem klassischen ERP ECC unterwegs. Die neue Variante, das S/4HANA, das werden wir uns noch nicht angucken, ist für Sie nicht weiter schlimm. Die Grundkonzepte sind in den Lösungen immer noch vorhanden. Auch das S/4HANA-System ist ein ERP-System. Auch da gibt es Stammdaten, Organisationsdaten und Bewegungsdaten. Die Art und Weise, wie mit dem System gearbeitet wird und vor allem auch die technische Grundlage hat sich massiv geändert. Aber das ist für den Kontext, in dem wir hier unterwegs sind, in dem Semester eigentlich nicht weiter relevant. So, also das erzähle ich Ihnen jetzt nicht im Detail, das würde ich einfach mal überspringen. Das können Sie sich bei Gelegenheit eben durchlesen. Hier auch nochmal das, was ich hier grafisch vorhin erarbeitet habe, ein bisschen schöner als mit meiner Schrift aufbereitet. Auch das Thema Datenarten wird hier nochmal in den Folien diskutiert. Und anhand von verschiedenen Beispielen gezeigt im System, wie das aussieht. Das machen wir heute nicht, sondern das werden wir in der nächsten Vorlesung, wenn wir uns das Vertriebssystem angucken, zusammen ja, uns im Detail angucken. Sehen Sie das jetzt Stand heute mal als Ausblick. So, damit war es das aus meiner Sicht für heute. Ich habe Ihnen jetzt alles erzählt, was ich Ihnen erzählen wollte. Der nächste Schritt für Sie wird sein, dass Sie sich, dass Sie sich jetzt das Video angucken, in dem ich Ihnen erkläre, wie Sie sich an das SAP-System anmelden, sich das Praktikum das Dokument nehmen und das Praktikumsdokument bearbeiten. Wenn es Fragen gibt, melden Sie sich bitte bei mir. Nochmal auch die Bitte, wenn Sie irgendwie Hinweise, Vorschläge, Verbesserungen für die Art und Weise, wie ich die Vorlesung hier streame, haben, die sind herzlich willkommen. Schicken Sie mir die. Das ist für mich auch zum ersten Mal, dass ich das in diesem Modus mache, dass ich Routine habe. Von daher, wenn Ihnen irgendwas einfällt, jede Kleinigkeit hilft mir weiter. Von daher bin ich da sehr offen. Und das war's für heute. Damit sind wir durch den ersten live gestreamte Vorlesung durch. Danke für die Interaktion im Chat. Ich freue mich auf dieses Semester. Ich denke, das kriegen wir in diesem Modus zusammen ganz gut erledigt. Und nutzen Sie die Kommunikationsmöglichkeiten, insbesondere das Forum, wenn Sie Fragen haben an mich und ich werde Ihnen dann weiterhelfen. In dem Sinne sehen wir uns spätestens nächste Woche, hoffe ich, Mittwoch um 8.15 Uhr zur nächsten Vorlesung in dem Modul SAP in der Praxis.